Nein, ich habe gesagt, das mache ich mal neben der Folge. Tut mir leid, dass ich schon wieder damit anfing. Wir machen direkt mit der nächsten Quest weiter. Und zwar mit der hier. Rannermann, der Sohn eines Kaja-Adligen, ist einem Maschinenangriff auf der väterlichen Anwesen nur knapp entkommen. Er braucht eine Maschinenjägerin, um die Maschinen zu vertreiben und herauszufinden, ob seine Familie überlebt hat. Da werden wir jetzt auch helfen. Ach komm, wir reisen direkt so dahin. Geht, glaube ich, schneller. Oder auch nicht. Wir können, dann kommen wir auch direkt laufen. Die anderen trinken. Und ich bin zwischendurch einfach. Ey, das erstmal für den anderen Aufzug nehmen. Geht der? Ja. Komm, gib Gas, ich will die Folge nicht in die Länge ziehen. Gerade ich sag das, ne? Obwohl, ich darf in die Länge ziehen, ich habe keine Werbung. Ich darf das. Na? Niemals fallen lassen. Aber es ist anständige Arbeit, das Bewachen der Stadt. So geil, vor den Wachen klauen wir einfach mal. Juckt keinen. Ich will keine Frau an der Spitze der Jägergesellschaft. Aber zumindest ist sie eine ehrenvolle Kaja. Ich will keine Frau an der Spitze. Wir kommen. Ah, aber sie ist ehrenvoll. Super. Nein. Eine Frau führt jetzt die Jägerloge, weil in ihrem Haus keine Männer mehr übrig waren, die das hätten übernehmen können. Nein, sondern weil wir Rotschlund gelegt haben. Dass die das nicht verstehen wollen. Also ist rot. Wo ist denn das Anwesen hier? Sieht. Oh, hi. Das muss das Anwesen von Ranamans Familie sein. So, was haben wir denn hier alles rumlaufen? Ein Verwüster. Wächter. Wächter. Du darfst als erst für uns kämpfen. Thank you.
Sägezahn aus. Nur schwerer bewaffnet. Na toll. Ja, das war wohl nichts, Digga. Warum diese Maschinen wohl so plötzlich angegriffen haben? Stopp. Hier ruft einer. Oh, hier wurde sogar Maschine zerlegt. Bitte, lass mich raus! Ja, gleich. Ich will euch erstmal beklauen. Hört mich jemand? Hallo? Hallo? Oh, danke. Ich habe nicht geglaubt, dass mich irgendjemand rettet. Ich glaube, es sind alle tot. Erzähl mir erstmal, was ist passiert? Was ist passiert, als die Maschinen kamen? Da waren Schreie. Ich rannte hin. Der Verwüster zerriss die Wachen förmlich. Wie Puppen. Mein Vater stieß mich in diese Kammer. Er tötete einen Wächter. Dann schoss die Verwüsterkanone. Und Stille. Ich versuchte, die Tür zu öffnen. Aber er hatte abgeschlossen. Er hat dich gerettet. Und ich werde ihm nie danken können. Wo sind die Maschinen hergekommen? Weißt du vielleicht, wo diese Maschinen herkamen? Oder warum sie so plötzlich angriffen? Die Zahl der Maschinen hier ist ständig gewachsen, mit jedem Jahr. Deswegen stellte Vater mehr Wachen ein. Aber so einen Angriff gab es zuvor noch nie. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Wir gehen weiter suchen. Du bleibst hier. Ich werde mich umsehen. Ist gut. Ich werde hier bei meinem Vater bleiben. Da. Gut verdreht. Ah. Ist hier vielleicht wieder so ein Sender? Ich muss da rein. Wie kommt der da hin? Ja, wie kommen wir da rein, Mensch? Moment mal. Wie wär's mit der Tür? Verschlossen. Man muss da hineinkommen. Ich würde eigentlich sagen, du hast den, aber... Wird nichts angezeigt. Vielleicht der Vater?
Ich muss mir etwas in dem einen Gebäude ansehen. Wie komme ich da hinein? Kindiff, der Kämmerer, hat den Schlüssel. Er ist wahrscheinlich in seiner Tasche. Oh, der Ärmste. Er war schon 16 Jahre lang hier. Okay. Und wir wissen natürlich direkt, wer das ist. Oh. Mensch, wer ist der Kämmerer? Wir versuchen jetzt mal so da reinzukommen. Da kriegen wir hin. Oder auch nicht. Kämmerer, Kämmerer. Liegt der Kämmerer hier? Nein. Da liegt der Kämmerer. Das muss die sterbliche Hülle des Kämmerers sein. Ja, hier ist der Schlüssel. Aber warum war mir das klar, dass das wieder mit einem Signal zu tun hat? Wieder so ein Ding. Das Gerät sendet ein Signal. Vielleicht hat das die Maschinen angelockt. Okay, da stellt das Signal ab. Aber das wurde hier platziert, um Maschinen zu ködern und alle Bewohner zu töten. War ein Köder. Ich glaube, jemand könnte die Maschinen absichtlich hierher gelockt haben. Hat dein Vater Feinde? Nein, Hanaman. Mein Bruder. Erst die Glücksspiele, dann Diebstahl, dann Erpressung. Er schwor Rache, als mein Vater ihn rauswarf. Es war Hanaman, der mich geschickt hat. Die Maschinen mussten weg, damit er das Anwesen kriegt. Er kriegt das nicht. Der eiskalte Mörder. Was willst du tun, Schwester? Mir mein Erbe verweigern? Wir teilten die Wiege, Mörder. Hast du keine Ehre? Nein, vermutlich nicht. Aber dieses Anwesen. Wenn du Vater im Jenseits siehst, sag ihm, ich genieße sein Geld. Was dich angeht, dieses kleine Gerät ruft noch mehr Maschinen. Viel einfacher, als wenn ich dich töte oder... Das Spiel kennen wir doch. No.
Die habe ich ja ganz vergessen. Schwer. Und durchschlagskräftig. Keine mehr da. Nur eigentlich müsste doch das Gerät noch hier irgendwo sein. Hi Fuchs. Aber es ist doch der Runnermann, ne? Das war jetzt nicht die... Nein, gut. Ich bin froh, dass es gute Menschen wie dich gibt. Ein Ausgleich für Abschaum wie meinen Bruder. Mein Vater hat sich immer sehr großzügig bedankt. Eine Tradition, die ich gern fortführen möchte. Nimm dies. Ich hoffe, es nützt dir auf deinen Reisen. Dankeschön. Nur warum sehe ich nie, wie viele Scherben ich kriege? Wie viele haben wir denn jetzt eigentlich schon? Nur sind so 2-3 Scherben haben wir. Oh, und Fertigkeitspunkte. Aber was nehmen wir denn da? Niederschlag oder das Überbrücken? Das Überbrücken, das könnten wir dann bis auf Maximum, ne? Also... Na, ist eigentlich ganz gut. Unbegrenzt. Haben wir gar nicht mehr so viel, ne? 3, 6... 5, 6... Hui. 18 Level noch. 18 Level. Das heißt, wir sind dann mit... Level 60 sind wir durch. Sind wir voll aufgepowert. Kriegen wir auch noch hin. Glaube ich jedenfalls, weil in der Story sind wir nicht gerade weit. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich mache Schluss für heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.